Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In diesem Video zeigen wir euch Schritt für Schritt, wie sich ein Unternehmenskonto auf Pinterest erstellen lässt. Pinterest ist schon lange ein mächtiges, kostenloses Werkzeug, um Kunden zu gewinnen und Umsätze zu steigern. Es ist sogar möglich, bezahlte Werbung zu schalten, um noch mehr zu wachsen. Dafür brauchst du allerdings ein Unternehmenskonto. Das ist aber ganz leicht anzulegen. Als allererstes musst du dich für ein Unternehmenskonto registrieren. Dafür klickst du einfach oben rechts auf den Registrierbutton und ein Fenster öffnet sich mit verschiedenen Optionen. Die erste ist der persönliche Account, den du in dem Fall aber nicht brauchst, sondern du möchtest ja ein Unternehmenskonto. Das befindet sich hier ganz unten. Jetzt musst du deine E-Mail-Adresse eingeben, auf die du dann auch die Benachrichtigung bekommen möchtest. Am besten deine Unternehmens-E-Mail-Adresse und natürlich ein Passwort. Nachdem du das getan hast, bekommst du eine E-Mail, in der du dann deine E-Mail-Adresse bestätigen musst. Nachdem du jetzt den ersten Schritt geschafft hast, musst du jetzt dein Profil kreieren, welches dein Unternehmen am besten präsentiert. Lade also dein Logo oder ein passendes Bild hoch, gib deinen Businessnamen an, deine Webseite und das Land. Das Land ist hier wichtig, da es für einige Länder verschiedene Optionen auf Pinterest gibt. Als nächstes musst du eine Kategorie auswählen, in die dein Unternehmen am besten passt. Pinterest zeigt dir hier lediglich die beliebtesten Kategorien an. Und auch wenn es so sein sollte, dass keine Kategorie zu 100% passt, wähle einfach die naheliegendste aus oder die Option andere. Je nachdem, was dein Unternehmen anbietet oder wer du bist, musst du im nächsten Schritt eine Kategorie wie zum Beispiel Online-Shop auswählen. Nun möchte Pinterest noch von dir wissen, ob du daran interessiert bist, Werbung zu schalten. Diese Frage hat keine Auswirkungen auf dein Profil und du kannst sie beantworten, wie du magst. Wenn du jetzt diese Schritte gemacht hast, gibt Pinterest dir verschiedene Möglichkeiten, mit denen du starten kannst. Du möchtest aber am Anfang erst einmal mit den einfachen Sachen beginnen, um deinen Account richtig zu starten. Deshalb klickst du auf Profil ausbauen. Jetzt kannst du deinen Nutzernamen ändern und auch dem angezeigten Namen kannst du noch Keywords hinzufügen, um noch besser gefunden zu werden. Das kann zum Beispiel so aussehen: eBakery, Social Media Marketing für Online-Händler. So können Nutzer außerdem auch sofort erkennen, was sie auf deinem Account finden. Auch in der Profilbeschreibung solltest du auf Keywords achten. Mit welchen Worten würden Nutzer nach dem suchen, was du anbietest? Schreibe einen kleinen Text über dein Business und verwende so viele Keywords wie möglich. Wenn du alle Angaben für dein Profil gemacht hast, klicke auf Speichern und als nächstes auf Verifizieren. Du musst nämlich deine Webseite verifizieren, um die Echtheit deiner Pinterest-Seite zu bestätigen. Nur wenn du das tust, kannst du auch auf die Analysen zugreifen. Falls du dich damit nicht auskennst, keine Sorge, Pinterest stellt dazu ausführliche Anleitungen zur Verfügung. Des Weiteren kannst du auch deine Social-Media-Kanäle verifizieren. So kannst du zum Beispiel deine Instagram-Bilder in deinem Pinterest-Account posten und Shopping-Aktionen integrieren. Pinterest prüft nun deine Website und schaltet sie nach 24 Stunden frei. Du kannst außerdem noch auswählen, ob und wo du Benachrichtigungen bekommen möchtest. Klick dich einfach mal durch und stelle es nach deinem Geschmack ein. Zurück auf dein Profil kannst du ein Coverbild hinzufügen und die ersten Pins und Boards erstellen, nach denen deine Zielgruppe suchen könnte. Dafür klickst du rechts unten auf das kleine Kreuz und auf Pin oder Board. Gib deinem Board einen Namen, der wiederum die passenden Keywords für deine Zielgruppe beinhaltet. Speichere mindestens ca. 20 Pins auf diesem Board und starte mit ca. 5 Boards, um einen Anfang zu machen und deinem Profil schon direkt einen Mehrwert zu geben. Um dein Board besser auffindbar zu machen, kannst du in der Bearbeitung des Boards noch mehr Keywords hinzufügen. Natürlich kannst du auch direkt anfangen, Produktpins zu kreieren und durch den linken Button mit deinem Shop zu verbinden. Wenn du anfängst, mehr zu posten, kannst du auf die Analysen gehen und die Geschehnisse auf deinem Account beobachten und auswerten. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Solltet ihr aber noch Fragen haben, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder meldet euch einfach bei den Experten von eBakery. Die passende Seite dafür haben wir oben für euch verlinkt. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr in Zukunft mehr zu Social-Media-Themen erfahren möchtet, dann abonniert jetzt unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.